Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Global Space Program. In der letzten Folge haben wir ja, warum steht da noch vergrößern? Ich weiß es nicht. Haben wir den Satelliten in den Orbit geschickt. Warum steht der da und vergrößern? Was soll denn das? Und er scannt jetzt die ganze Zeit die Oberfläche von Kerbin. Außerdem hat er 4 Antennen dabei, bedeutet, kann wahrscheinlich auch als Kommunikationsrelay dienen. Aber warum steht der da und vergrößert? Das nervt mich gerade echt. Steht es auch beim Bauen jetzt dabei? Weil sonst ist es echt nervig. Weil jetzt ist es ja weg. Beim Ladescreen. Was willst du denn vergrößern? Naja, also gerade ist es nicht so nervig. Also wir laden jetzt erstmal die Rakete vom letzten Mal. Die, wo ist sie denn? Wir haben doch jetzt schon einige Raketen mittlerweile gebaut. Die Baruna Satellita, den Satellit der Baruna. Der Satellit bleibt eigentlich komplett gleich. Die haben wir geupgradet, oder? Auf hoch, ja, perfekt. Der passt auch. Ich würde den gerne noch ein bisschen nach vorne setzen. So, genau. Und dann kommt anstatt des Modules, obwohl wir können eigentlich das dann nehmen, komplett mal wegsetzen. Nein. Kommt da noch ein Zwischenmodul hin. Ein ganz, ganz kleines, feines. Das ist jetzt eine teure, echt eine teure Rakete eigentlich mit den ganzen AI-gesteuerten Sachen da drin. Weil eigentlich könnte ich mir... das Teil hier einmal komplett kopieren. Was genau das ist, was ich brauche. Und dann ein großes Triebwerk. So. Das ist eigentlich alles, was ich haben wollen würde, werde gerne haben. Weil sowas hat immens viel Kraft einfach. Warum hast du denn keine Kraft? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Triebwerk sollte eigentlich funktionieren. Jetzt zeigt es auch an. Entschuldigung. Hat in der Nase gekitzelt. Jetzt bauen wir hier noch ein bisschen was um. Wir tun die quer oder schräg platzieren. Und ein bisschen Startboost geben. Das letzte Mal hat mir doch ein bisschen Sorgen bereitet und deswegen habe ich mir was überlegt, dass wir diesmal Seitenklempertrons nehmen, 2 Stück. Und daran, wenn wir gute Booster haben, Booster. Das ist natürlich wieder ein anderer dabei. Die sind zu nah dran, das ist kacke. Das Problem, wenn man die Triebwerke so platziert, das ist... Das könnte gehen, das hat 900 Meter pro Sekunde noch extra drin. Ich würde gerne das Triebwerk da oben noch verbessern, warte mal. Das sollte vergrößern, das nervt mich so absonders, aber hey, Hauptsache die Rakete kommt in den Weltraum.
So, warte mal, wo ist denn jetzt hier wieder die Nase? Da ist die Nase. Die ist zu klein, die Nase. Dann nehmen wir die Nase. So, das ist die Maruna. Das ist die. Nicht Baruda, sondern die Maruna. Oder Maruna. Da kommen dann seitlich noch hier die Teile hin. Und dann verstrutten wir die zwei Teile miteinander. Somit das auch hält. Speichern das Ganze. Ich würde euch aber schon davor aktivieren wollen. Speichern. Der obere Teil braucht keinen, der Teil hier, keine Fallschirme, weil er auf den Mond geht. Und daher glaube ich nicht, dass wir ansatzweise auch nur, dezente Sachen brauchen, ne? Diesmal können wir auch wieder ganz normal starten. Aber was Neues wieder. Ich brauche unbedingt eine Fairing, weißt du? Dann wäre das ein schönes, gerades, hohes Stück, klack, und dann oben wird es entkoppelt erst. Dann schaut es auch ein bisschen feiner aus, als so, wie es jetzt ausschaut. Und es ist natürlich Nacht, wenn wir starten wollen. Bedeutet SRS hochfahren und ab geht's. Festtreibkraftbooster noch dazu. So starten wir in die Höhe. Was macht der unter uns? 200 Meter mittlerweile. Wir sind immer noch in der oberen ersten Atmosphärschicht. Wir erhöhen den Zusatztreibstoff ein bisschen. Wir verringern wieder ihn, weil wir immer noch weiter steigen. Und wir relativ früh die Höhe erreicht haben. Jetzt wird's echt dunkel. Leute, das ist gemein. Schön. Das Abkoppeln hat gut funktioniert. Ich schalte aktuell der Höhenanpunkt aus, auf die wir kommen. 40 ist was? Versuch mal eine ganz leichte Drehung zu machen schon. So. Ich habe hier noch nicht ewig viele Stunden reinversetzt, dass es nicht funktioniert. Ich will direkt mal auf einen höheren Orbit gehen. Ihr seht es wahrscheinlich wieder nicht viel, aber ich versuche mein Bestes, um das irgendwie zu pitchen, und dann seht ihr mich wieder nicht. Weil es halt zwei nicht externe Aufnahmen sind. Das ist noch aktuell nicht so ganz schlau. So. Jetzt haben wir noch 2000 Meter pro Sekunde in der Stage. Brauchen, um die Stage durchführen zu können. Nochmal 1300. Um einigermaßen Ergebnis zu erreichen, ja. Wir brauchen 37 Sekunden Schub und haben dann 1300. Oh Gott. Ich habe die Vermutung, dass wir nicht so wirklich mit allem auskommen, wie wir es brauchen. Am wenigsten geht es mit den Reaction Wheels, können wir jetzt die großen Raketen auch drehen. Das macht das Ganze um einiges einfacher. Punkt 10, SS speichern. Und dann sagen wir der Rakete oben schon mal, dass wir, nee, nicht das starten, das brauchen wir noch nicht. Wir haben schon mal die Teile aus. So. Hier vorspulen.
Natürlich sind wir auf der dunklen Seite des Mondes. Wir haben ja auch nicht Glück, um auf der hellen Seite des Mondes irgendwie mal zu starten. Ah. Punkt in 49 Sekunden, 37 Sekunden Schubzeit. Und wir beginnen die Schub. Der hier wäre eigentlich eine Space Station dann ganz gut für die erste Zeit. Wo wir bauen können und verschiedene Sachen testen. Wirklich auf der Höhe ganz praktisch. Oh, ich hasse es zu sehen, wie der Tank leer wird. Oh, dieses Gefühl. Zack, 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 zack. Perfekt. So wollte ich das. Und jetzt arrangen wir noch schnell einen Punkt mit dem Mond. Natürlich einen guten Punkt. Wieso habe ich das Gefühl, dass das wieder auf der dunklen Seite des Mondes stattfindet? So. Können wir es noch so runter? Nein. So. Ne, dann müssen wir es so lassen. Richten wir uns schon mal aus. Wir versuchen das jetzt so schnell wie möglich bis zum Mann durchzuziehen, damit wir den arretieren können, weil wir haben... Okay, 3000 Meter pro Sekunde oben. Ich muss mir jetzt nicht unbedingt Sorgen machen. Eigentlich sollte ich den hier auslassen, wenn es schon so geht. 3000 Metern pro Sekunde sollten wir es auf dem Mond locker hinkriegen. Okay, machen wir. Wir tun offiziell die Kappeln. Perfekt. Wir sind arretiert und haben uns von der unteren Fähre geteilt. Die bleibt jetzt im Orbit, bis wir sie landen. Wir brauchen eine Minute Schubzeit. Hier vorspulen. Eine Minute brauchen wir eine Schubzeit. Eieiei. Aber wir haben danach noch ja, ordentlich übrig. Mit Drehung und allem. Ich glaube, das sollten wir locker hinkriegen. Vielleicht kriegen wir das Teil sogar gelandet, anstatt kaputt zu kriegen. Dann können wir das vielleicht auch später recyceln. Weil alles ja, was oben ist, können wir rein theoretisch in den Recycler packen. Auf der Station. Und dadurch neue Teile bekommen, die wir brauchen. Also ich tue noch ein bisschen vorspulen. Ich warte so ein bisschen unter die 30 Sekunden hier so. Und wir aktivieren das Triebwerk. So. Es geht raus, Jungs. Und irgendwo da hinten müsste jetzt eigentlich das andere Teil sein, das wir verloren haben. Ich weiß es nicht. Aber scheiße. Ja. Da, 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 da. Nee, da ist es. Da ist die Maruna-Sonde. Und tschüss. Das war unser Boost-Teil, was wir jetzt eiskalt abgeditscht haben. Aber dass das 3000 Meter pro Sekunde sind, hätte ich mir jetzt nicht unbedingt gedacht. Alles reicht voll. Da muss man auch nicht immer so große Teile mitnehmen, die dann nicht mal gescheit irgendwie von der Erde wegkommen. Wenn das schon so reicht. Vorteil natürlich an Sonden. Sie kosten uns keine Lebensmittel. Trajectory, da ist das nämlich. Der Mod Trajectory ist für unsere diese Anzeigen immer notwendig. Warte mal. So, perfekt. Da haben wir den Interception. Dann sagen wir, bis hierher vorspulen. Ich müsste den Mund. Nee, das ist mindestens noch eine Umrundung mehr. Hier vorspulen, komm. Das machen wir schnell. Zack. Darauf bin ich jetzt gespannt. Hier vorspulen, komm schon. Unsere erste Sonde, die den Mann trifft. Und
Unsere erste Sonde, die das alles checkt hier. Und vor allem, wie gut die manövrierbar immer noch ist. Dreh dich mal zu mir her. Ich mag nur einmal kurz dieses Bild haben. Das Bild ist einfach genial, schaut euch das an. Ja, okay, man merkt wieder, dass ich Fotos gemacht habe. Warum verleugne ich es eigentlich? Antenne ausfahren. Und dadurch, dass sie einen polaren Orbit hat, können wir rein theoretisch am Pol landen und können immer wieder Daten absenden, sobald sie über uns rüberfliegt. Wie hoch dürfen hier maximal sein? Scan-Sensor. Wir müssen eine Höhe haben zwischen 70 Kilometer wäre ideal, sagt er hier. Für dich sind auch 70 Kilometer ideal. Bedeutet, wir versuchen, einen Orbit auf 70 Kilometer Höhe zu erreichen. Dann versuchen wir den mal hier schnell zu planen. Oh, das könnte teuer werden. Das könnte teuer werden. Upsala. Obwohl, das passt schon so. So, nur auf die 70 Kilometer kommen und dann hat sie das schon. 80. Komm schon, 70, 77. Jetzt werde ich pingelig. 71, das passt schon. Das ist super, okay. Schubzeit von 43 Sekunden. Oh, das ist cool. Perfekt. Oh, jetzt haben wir bald die nächsten Satelliten im Orbit. Und selbst das kostet uns so 500 Meter pro Sekunde. Dann landen wir erst das Teil und dann das andere Teil. Obwohl das andere werden wir sicher nicht wieder landen können, denke ich mir. Das wird wieder irgendwie auf der Erde aufknallen und ja. Oder ins Wasser ditchen, dann wäre es ja... Wenn es ins Wasser ditchen würde, wäre ich sogar happy. Aber ich will erstmal die zwei Satelliten haben, weil mit den beiden kann ich dann auch für die Zwischenmission immer wieder gucken, wo sind welche Biome, um halt zu schauen, dass ich möglichst viele Punkte von sammle, weil sonst brauche ich 3 Jahre, um alles abzugreifen. So. Oh, jetzt sollte ich vielleicht anfangen zu burnen. Bisschen doof, wenn man nicht wirklich auf das Zielmanöver ausrichten kann. So. Jetzt dreht sich das. Perfekt, wie weit sind wir da drüben entfernt? 43 Kilometer. Dann hierher vorspulen. Scheiße, wir haben... ja. Das könnte eine Zeit dauern, glaube ich, bis wir da in Funkreichweite kommen. Ja, perfekt, warte mal. Wir sind wieder in der Funkreichweite. Ich habe total vergessen, dass wir da außer Funkreichseite sind. Ich wundere mich schon, warum ich nicht lenken kann auf einmal. So, 76, 72, jetzt passt. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Hier vorspulen, einmal außen rum. Hier vorspulen noch ein bisschen näher. Und dann ditchen wir das Ganze ab. Dann haben wir diese Woche 60 Minuten insgesamt. Ein
bisschen flotter und dann wieder ein bisschen runterdrehen, um den kontrollierter descenden zu lassen. Ja, das ist knapp dran. So, jetzt wird die Antenne noch ausgefahren, damit wir die Steuerung übernehmen können. Dann sagen wir von hier steuern und entkoppeln. Wir müssen erstmal ein bisschen wegkommen von der Rakete. Bisschen schnelleren Downgrade. Burn. Weil es sollte sich ja. Das geht sich. Wir haben da so viele Mess drin. Das hätten wir gleich zurück auch zur Erde schicken können noch und es wäre kein Problem gewesen. Aber warte mal. Das sollte ich vielleicht nicht machen. According to the infos, ich bin auf dem Weg nach unten gerade. Ich will nur eine relativ sanfte Landung mit dem Booster hinlegen. Weil wenn wir das wirklich aufsammeln können irgendwann, ist das natürlich auch wertvolle Ressourcen, die wir übrig lassen. Zack. Jetzt kommt. Komm schon, tiefer, tiefer, tiefer. Wir können jetzt alles auf 1000 Meter noch abholen. Ah, unter 1000 Meter darf ich nicht mehr, oder was? Oh, ihr seid gemein. Das ist doch total gemein. Komm schon. 6000, 5000, 4000, 3000, 2000, 1000, Gegenboost. Wir haben immer noch 1800. Wir könnten mit dem auch wieder locker starten, du. Das hat auch genug Energie dabei. Jab dab 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 Ich fasse es nicht. Der Booster steht, Jungs. Wir haben unseren Müll auf dem Mond stehen lassen. Jawohl. Und er hat sogar eine Verbindung zu... Wechseln zum Satelliten. Der muss jetzt mit der Datensammlung anfangen. Der wird eher am öftesten ausfallen, denke ich. Der wird am öftesten ausfallen. Weil er eine Ewigkeit außen rum braucht und nicht genügend Energie oder irgendwelche anderen Möglichkeiten hat. Scan starten. Scan starten. Also wir haben hier die Ideal-Höhe. Ah, dann haben wir vielleicht den anderen nicht in der passenden Höhe, oder? Kann das sein? Kann man auf doch 250.000 geht. Komisch. Dann lassen wir den mal kurz ein bisschen rennen.
Jetzt bin ich wieder rausge... Mann! Ich popp da und raus. So. Dann hält er nicht die Scanner an, dieses Arschloch. Ich lass mal kurz mal durchscannen, was er schon gescannt hat. Himmelskörper, Mann. Holy shit, wir haben die ersten Daten. Wird aufgeladen. Polar. Da sehen wir schon, wir haben die ersten Umkreisungen, haben schon die ersten Ziele erreicht. Kartentyp. Biome müsste auch gehen, oder? Ja, perfekt. Wenn wir das jetzt oft genug machen lassen, dann haben wir bald einen vollen Scan. Der Scan läuft. Der Scan wurde gestoppt. Dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell zu unserem Booster nach da vorne zurück und versuchen den zu landen. Und dann ist diese Folge auch wieder vorbei. Satellite Maruna-Sonde wechseln zu. Ja. Den müssen wir noch schnell zur Erde bringen. Einmal schnell drehen. Wir haben noch 900 Meter pro Sekunde an Bremskraft drin. Vielleicht schaffen wir es noch auf der hellen Seite zu landen. In der Nähe von unserer Satellitenstation sogar. Perfekt. Dann spulen wir jetzt mal vor. Und wir kriegen schon wieder Punkte rein. Dadurch, dass die Scanner alle arbeiten. Das ist natürlich wieder oh, schön. Satellite Maruna Scanset Sender so wurde deaktiviert. Genau das meine ich. Wir haben nicht genug Batterien für das ganze Zeug mit. So, jetzt gleich treffen wir auf die Atmosphäre, beziehungsweise jetzt... Scanset-Sensor hat wieder Betrieb aufgenommen, okay. Und jetzt heißt es, die Flugbahn aufzuhalten. Jetzt wird Sound deaktiviert, aktiviert, deaktiviert, aktiviert. Das wird die ganze Zeit jetzt so weitergehen. Das kann ich euch jetzt schon sagen, so. Wir müssen nochmal schnell hier wieder die Fallschirme teilen. Und wir lassen ihn wieder anfangen zu drehen. Machen in diesem Fall sogar einen kurzen Deburn. Unsere Geschwindigkeit ist doch relativ flott noch und wir sind relativ tief schon. Wir deaktivieren das SAS. Fallschirme werden geöffnet. Keine Wissenschaftsgewinn. Diese hat alle Daten. Was? Was? Und die nächsten Daten werden hier auch wieder zur Landung angebracht. Alter, schaut euch das an. Wir haben jetzt dann eine Rakete ohne Teilverlust. Ohne ein einziges Teil zu verlieren, haben wir eine Sonne, eine Sonde in den Weltraum geschickt und gelandet. Und die Sonde ist platziert, der obere Stage-Teil sitzt auf dem Mann, kann jederzeit wieder geholt werden. Und der andere Teil, den landen wir gerade. 100% wiederverwertet. Oder wiedergeholt. Klar, wir haben noch keine Landungsbahn, bedeutet, die Antriebe würden rein logisch down Damage nehmen. Aber es ist besser als fast gar nichts. Oder gar nichts, weil wir das alles in der Atmosphäre verbrennen lassen. What? Das war eigentlich heute nur eine dumme Idee, dass wir versuchen, so viel wie möglich von der Rakete zu retten. Aber ja, ey, es hat funktioniert. So.
So könntest du echt spielen, wenn du Freunde hast. Wenn man Freunde hat in seinem Leben, ne? Weil die können dann für einen die Teile dauernd runtersetzen, während du weiterfliegst. Und Länder steht auch. Keine Ahnung, wir haben diese Daten bereits erhalten, oder was? Oder die Wissenschaftsgenehmigung wurde unterbrochen, weil wir keine Funkverbindung mehr haben. Wir sollten vielleicht auch so Starlink-Satelliten hochsetzen in der Art. Ganz um den Mond herum. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das schlau machen. Aber ey, ich bin echt stolz auf unsere Aktion diese Woche. Wir haben in der ersten Folge zwar nur Rakete gebaut, danach haben wir das erste Teil in die Höhe geschickt. Schau mal, 170 wieder. What? Das heißt, wir können uns... Was wollte ich mir eigentlich holen? Ich wollte mir... irgendwas holen. Die Antriebe, genau. Neue Antriebe. Und danach gibt es Seitenantriebe. Dann haben wir ganz viele tolle Antriebe, neue. Und vor allem können wir dann auch mal das hier erforschen. Was ist das denn hier? Ein K&K Flachbett. Um viele Dinge an einer Basis zu verbinden. Oh. Ein Dockingport, einen passiven und einen aktiven Teil. Okay. Auch interessant. Bohrer für Erde. Und die ersten Schutzmantelungen. Oh mein Gott, Leute. Das brauchen wir dann als nächstes. Um dann alles sicher hochzuschicken. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt bitte einen Daumen nach oben da, damit ich sehe, dass euch dieses Video gefallen hat. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.